Platz 7 und Platz 4 zufrieden sein. Also das wäre ja, natürlich waren wir nicht zufrieden. Auch schlecht geschlafen, das ist ja klar. Wenn man so ein Ergebnis hat, dann macht man sich über alles Gedanken. Auch über Veränderungen ist ganz klar. Also ich glaube immer noch an die Mannschaft. Ja, ich sitze jetzt auf Vorburg und Timo hat jetzt die Schlachtübernahme übernommen. Werden wir mal sehen, ob Timo kann sich ja, denke ich, mal besser einbringen. Und ich versuche hinten hier einen Impuls zu geben, dem Boot noch. Und dann hoffen wir, dass wir im Weltcup mal in der Besetzung auch mal eine Medaille holen. Die Überlegung war, dass ich quasi hinter Lars, das kennen wir ja schon, und dass ich mich da einfach besser einbringen kann und den Rhythmus von Lars auch an die Mannschaft dann übergeben kann. Noch besser.